Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Herzlich willkommen zum Tag Nummer 7 von meinem 2020 Advents Blind Kalender. Feedback kam endlich an. Ich habe die ersten 6 gedreht und dann habe ich einfach mal auch geschaut, was einfach im Feedback kommt. Nicht ganz so hektisch wurde gesagt, oder hektisch. Ich habe gut eingeschenkt und auch darauf achten, dass wenn ich schreibe, dass ich nicht unbedingt den Mikrofon damit berühre, was nicht ganz genau richtig ist, aber ich habe schon verstanden. Mikrofon ist auf einem Stand, aber der Stand ist mit dem Tisch verbunden und der Tisch ist mit der Platte verbunden und das überträgt sich. Gut, danke schön, danke schön. Also mein 100-Punkte-System muss ich auch ein bisschen verfeinern. Ab und zu mal verzähle ich mich auch noch. So, lass uns sehen, was wir jetzt hier bei Tag Nummer 7 hier im Glas haben. Gefällt mir. Da ist irgendwas Sherry-mäßiges dabei. Fässer, Sherry. Ach, 60, 70% sicher. Farbstoff, nein. Schau mal, wie hell das ist hier heute. No, wir sind in Schottland. Ah, Highland Speyside, das bei Sherry kann alles sein. Also. Brennerei werde ich nie rausriechen können. 100% gemälzte Gerste. Alter, ABV, also Alkoholgehalt. Konnte alles zwischen 43 und 53 sein von der Nase her. Und Alter würde ich schätzen, ist 10 plus Jahre. Zuerst habe ich 12 geschrieben. Schauen wir mal. Ich glaube, Highlands, genau. Speyside und Highlands ist Skylands. Also schön, ich kriege Wortschöpfung hier. Also preislich, oh, ich glaube, ich bin bei der 60 herum. Also ich glaube, das war eine gute hier. Und ich ahne, dass es ein bisschen mehr ist als der Noah. Oh, schön, schöne, schöne Nase. Und ich ahne, dass es ein bisschen mehr als nur, vielleicht sogar mehr als 50. Cheers. Oh ja, oh, wo bin ich? Wo bin ich? Oh, ah. Oh ja, Also wir sind bei zwischen 52 und 54%. Ich schreibe 53 auf. Ah. 10, 11, 12 Jahre. Also ich hoffe eher 12, aber ich schreibe einfach 11 Jahre auf. Sherry-Fässern glaube ich immer noch dabei. Es ist keine Vollreifung Sherry, das ist ein kleines Finish am Ende. Es kann auch was anders sein. Ein bisschen Art Mirabelle habe ich hier. Kein Farbstoff am Land. Jetzt muss ich mich auf eine Brennerei hier fixieren. Wo bin ich? Wo bin ich? Das Erste, was in meinen Kopf kam, war eine leckere, entweder ein Edredauer oder eine Bunne Haben. Und da, die beiden sind sowas von auseinander. Und das Erste dachte ich an eine Bunne Haben Limited Edition, also Warehouse Number 8, glaube ich, ist das. Und dann das Zweite, was ich dachte, oh, da gibt es auch den leckere von Signatory-Abfüllungen hier vom Edredauer. Ich gehe mal Richtung Edredauer. Und ich sage Highlands. Ich bleibe bei meiner 60, ich bleibe bei 63 Euro. Also irgendwo zwischen 60 und 50, deshalb mache ich immer dann da eine Note. Mir hat es geschmeckt heute. Einen Moment, ich genieße, nehme ein bisschen Zeit mit. Leichte florale Noten. Holz, Malz, Süße, schön. Also, cheers nochmal. Oh, jetzt kann ich mit Wasser spielen. Der hat endlich genug Umf. Meine Control Whisky heute, der ist echt gut. War sogar eine, und das war mein Fehler. Also, ich habe hier ein bisschen verdünnt, ganz bewusst. Ich habe ein paar Samples herumstehen, auf denen nur Zahlen drauf sind. Ich weiß, von welcher Verkostung sie sind. Das war eine vom Wuppertal von Zweistein, das heißt, das deutsche Whisky da drin.
Und ich habe einfach mal was eingeschenkt und das war Fassstärke. Fassstärke als Kontrollwhisky. Und das hat ein junges Fassstärke, 3, 4 Jahre alt. Also hat mein Mund einfach mal fast ausgebrannt. Und deshalb der erste Schluck war nicht so, ich glaube, der ist mehr. Ich glaube, ich bin bei 55%. Note bin ich hier bei ein 2. Zwischen 2 minus und 2. Ich muss gleich einfach mal für mich überlegen. Ich habe einiges in Wasser reingetan, zweimal. Oh, eine schöne, schöne Nase. Ich habe leichte Ananasnoten. Ich kriege Distillerie-Charakter. Bin ich überhaupt bei meinem Sherry hier? Ah, ich glaube, ich gehe wieder zurück zu Bourbon, aber Bourbon Plus und das ist, oh Mann. Also es ist wirklich zwischen 2 minus 1, 2. Hängt auch vom Tagesform. Oh ja, schönes Fass. Also ein bisschen älter. Also die 11 bis 12 Jahre. Ah, ich revidiere mal auf 12. Okay, da ist irgendwas an Finish dabei. So, ich sage Bourbon und leichte Sherry-Noten hier. Gut, 55%. 12 Jahre alt, Bourbon und Sherry, wobei der Sherry ist ganz, ganz leicht. Farbstoff nein, Schottland ja, ältere Dauer aus Brennerei, Region ist Highland, 100% gemälzte Gerste, 63 Euro wert, denke ich, ist der Preis dafür. Und in 2 minus bis 2 bleibe ich dabei. Nun, lass uns einfach mal die Datei hier öffnen. Heute sind wir bei Nummer 7 und Nummer 7 ist Bunehaben! Ah! Ba-ba-bam. Es ist Bunehaven. Das ist ein Hepburn's Choice, aber 12 Jahre alt. Cool. Single Cask. 46%. Da habe ich mich absolut daneben getan damit. Da wirkt ein bisschen mehr. Okay, gut. Lass uns meine Punktzahl hier zusammentun. So, ich habe 55 gesagt, das heißt, ich glaube, ich kriege 0 Punkte denn da. Also, es ist 46, ich habe 8 Punkte insgesamt verloren. 8, 16, boom. Also, Alter, ich habe 12 gesagt und 12 ist richtig. 15, yay, Fässern. Hier haben wir, was ist das? Vanilla Apfel Toffee. So, ein Single Malt from the Island Regions filled in a refilled Hogshead. Fing Single Cask. So, ich krieg 0 Punkte für Fass, Farbstoff kriege ich 5, Land kriege ich 15, yay, Region 0, Brennerei 0, Mashbill, ja, und gekostet hat die Flasche, oh, 54,90 €. So, das heißt, so, wenn ich 55 gehe hier, ich habe 63 gesagt, das heißt, 8 Punkte sind weg. Also, das heißt, ich kriege tatsächlich 7 Punkte für den Preis. So, das heißt, 30. 40, 47 Punkte heute. Wäre ich geblieben bei meiner Bunehaben-Vermutung. Ja, mir schmeckt dieses gut. Ich kann noch was einschenken hier und das noch ein bisschen genießen. Schauen wir mal. 46%. Ich habe den irgendwie ein bisschen hotter im Gedächtnis hier oder mein Mund hat den einfach mal gehabt. Frage des Tages: Was haltet ihr von Hepburn Choice? Dieses Video kommt raus am den 7. Dezember und dann irgendwie Ende des Monats, 19. irgendwas oder 17. haben wir ein Hepburn's Choice Blind Tasting mit 6 verschiedenen Sachen. Aber Bunehabin. Ich hoffe, ein paar von euch haben Bunehabin richtig getippt. Also ich ärgere mich. Ältere Dauer hat immer diesen Sherry-Schlag. Nicht immer, aber häufig. Und den habe ich hier gar nicht. Aber wie oft habe ich das? Das ist ein leckerer Bunehaben, du. Also richtig diese butterige Keksnote, Butterkeksnote, diese Shortbread-Momente. Ja, ein kleines bisschen. Am Ende gibt es ein bisschen so einen Alkoholmoment. Ja, der hätte auch 50 sein können, der hätte auch denn, aber 55 war zu viel getippt. Joa, interessant. Gut, ich bleibe bei meiner 2
minus bis 2. Preis-Leistung ist sogar noch verbessert worden, weil es nur auf 54 ist. Ich sage einfach ein 3 plus für Preis-Leistung. Wäre ich sowieso bei 63 auch geblieben. Also von daher, von daher super schöne Sache. Also Hepburn's Choice sind jetzt hier, sind Single Cask 364 Flaschen davon. Whiskey Base Nummer 164180. Keine Ahnung, wo ich den her habe. Non-chilled filtered, no colored added. Jo, also viel mehr steht hier drauf nicht. Auch hier ist identischer Aufkleber auf der Dose wie hier. Hepburn Choice ist davon tatsächlich Bottled by Longside Distillers. Oh, interessant. So, und das ist jetzt hier vom, ist es Hunterling? Ja, glaube ich schon. Every bottle is chosen to showcase the specific characteristics of one of Scotland's whisky regions, producing regions, or those of a distillery in particular. Genau, stimmt. Damals war der Onkel, glaube ich, war das. Genau, sein Opa auf der mütterlichen Seite, William Hepburn. Er hat die Welt gereist, den Globus gereist, als er den diplomatischen Dienst von der Königin war. Er war Connoisseur von seinen Whiskys von zu Hause. Und deshalb glauben wir, dass ihm auch diese Flasche hier gefallen würde. Deshalb Hepburn, also der Vater war oder Großvater war William Hepburn. Und deshalb zu seiner Ehre wurden gute Sachen rausgefischt, einfach die charakteristisch für meine Region bzw. hier eine Distillerie darbieten. Okay, ich habe genug erzählt. Ich fand den lecker. Sehr, sehr gut. Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Meine Frage ist, kennt ihr Hepburn Choice? Und welche Flaschen habt ihr bisher daraus probiert? Oder welche Abfüllungen? Bis morgen. Whisky Jason hier. Jeden Tag um 12 Uhr. Und hoffentlich war das mit dem Stift besser. Und hoffentlich war das nicht ganz so hektisch. Bis auf meinen kleinen Fauxpas, als ich versucht habe, die falsche Flasche rauszufischen, aber das habe ich rausgeschnitten. Bis dahin. Ciao.